Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Lolavas, willkommen zur zweiten Folge unseres MOOCs hier aus Graz. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Eine Premiere. Wir haben eine Lolaverin zu uns eingeladen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die Frau Cornelia Pascher. Sie ist Universitätsassistentin an der Johannes Kepler Universität. Also wir sind für diese Folge richtig gut aufgestellt, um Wissen recht humorvoll vermitteln zu können. Und ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Danke, ich freue mich auch sehr. Wir lernen die Zaubersprüche, von denen ihr in der ersten Episode gesprochen habt. Funktioniert das? Ja, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass das mit der Revindikatio jetzt angekommen ist. Bitte an Sie, an euch da draußen, sonst noch mal anschauen. Ja, unbedingt. Später vielleicht auch für die Prüfung, die auch von unserem Kurs erwartet wird, um den positiv abzuschließen. Ja, danke, dass du da bist, um die erste und wichtigste Frage überhaupt zu klären. Zu welchem Haus gehörst du? Ja, ich habe mal den sprechenden Hut schon hergelegt. Ich warte schon mein ganzes Leben, das endlich mal zu erfahren. Endlich, gell. Dann darf ich den aufsetzen. Ich glaube, man muss da zeremoniell ein bisschen einen Knicks machen. Das ist in Ordnung. Das hat der Michael auch schon von mir gemacht. Das gehört dazu. Also bitte sehr. Schauen wir, was er sagt. Hufflepuff. Schon wieder Hufflepuff. Also anscheinend gibt es da Gratis-Tickets. Unter den Juristen. Gratis Stammplätze dafür. Danke sehr. Für alle, die sich fragen, was ich ansonsten bin, also ganz klar Ravenclaw. Ja, das ist wirklich zweifelsohne. Ja, über was werden wir heute reden? Du hast uns schon auf unserer Homepage unterstützt und hast deinen Aufsatz geschrieben zur Gretchenfrage im Harry Potter-Universum überhaupt, und zwar die Obsorge. Du hast in wunderbarer Weise die Obsorge des Schreckens genannt. Ja. Und wirst uns da ein bisschen was davon erzählen, beziehungsweise werde ich da aber Fragen dazu stellen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, also erster Teil, Beginn von Harry Potter im Film, in die Bücher. Harry Potter ist ein Waisenjunge, der vor der Haustür in einer englischen Vorstadt abgelegt wird von mehreren komisch aussehenden Menschen. Man erfährt, dass seine Eltern umgekommen sind. Da ranken sich Mythen, ob durch einen Verkehrsunfall oder vielleicht doch auf die eine oder andere Weise. Jedenfalls sind leider seine beiden Eltern verstorben. Und jetzt wird er da, also auch verletzt, er hat da irgendwie eine Narbe, so ein Hirn. Ja, die hast du übrigens sehr schön dir da sehr löblich nachgezeichnet. Und der wird abgelegt und ja, wächst dann dort in diesem Haus bei seinen Verwandten, also seiner Tante, wächst er auf, mehr oder weniger glücklich. Und die erste Frage, die ich mir persönlich und wahrscheinlich auch viele stellen, wie hat das passieren können? Ja. Dass da ein Waisenkind einfach vor der Tür abgelegt wird. Genau, das ist eine spannende Frage. Wie du gesagt hast, ich habe da auch meinen ersten Beitrag, den ich für euch schreiben habe dürfen, dieser Frage gewidmet, weil es ist eigentlich ganz komisch, dieses Gebilde der Obsorge. Jeder kennt es, aber so wirklich wissen, was da dahinter steckt, tut eigentlich niemand. Und wie das unter Juristen so üblich ist mit den Zaubersprüchen, wir haben auch gewisse Definitionen und Formen, wo wir uns zuerst einmal damit auseinandersetzen müssen. Deswegen muss man sich einmal fragen, was ist eigentlich Obsorge? Was bedeutet das? Und das ABGB, unser Zauberbuch sozusagen, das liefert da eine ganz schöne Antwort und eine Definition. Obsorge ist alles, was die Pflege, die Erziehung, die Vermögensverwaltung und auch die Vertretung von einem Kind beinhaltet. Und jetzt muss man sagen, gut, grundsätzlich, außer man hat wie Harry das tragische Schicksal, dass man keine Eltern mehr hat, haben in Österreich die Eltern die Obsorge eines Kindes gemeinsam. Es gibt da
zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind verheiratet, dann gibt es eigentlich keine Diskussion. Oder bei unverheirateten Elternteilen können sie zum Standesamt gehen und die gemeinsame Obsorge regeln. Da brauche ich auch kein Gericht. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ja. Jetzt ist es aber leider Gottes beim Harry so, wir erfahren ja später, dass die Eltern ermordet worden sind. Die habe ich nicht mehr. Und das APGB, das hat sich auch damit auseinandergesetzt. Also alle Eventualitäten, die man sich vorstellen kann, sind da geregelt in diesem Zauberbuch. Was passiert, wenn die Eltern tot sind, wenn ihr Aufenthalt unbekannt ist oder wenn ich nur mit, das heißt so schön, unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten einen Kontakt zu den Eltern herstellen kann. Und das ist genau den Fall, den wir beim Harry haben. Die Eltern sind tot. Ja, was mache ich dann? Ja, ihn vor die Stufen ablegen, vor einem fremden Haus. Siehst, okay. Und du machst den gleichen Fehler, den der Dumbledore gemacht hat. Das machst du nämlich genau nicht. Du schaust dir mal an, gibt es Großeltern? Das wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, es gibt keine, sonst hätte sich der Dumbledore vielleicht besser entschieden. Und dann kommen wir zu den Pflegeeltern. Und das kann jeder machen. Da brauchen wir wieder eine, richtig, Definition. Wir brauchen für alles eine Definition. Also was sind Pflegeeltern? Pflegeeltern, das sind Personen, die tatsächlich schon die Obsorge, die Pflege von einem Kind ausüben und die das auch machen möchten. Naja, die Tante, die hat den Korb vor der Haustür und sie weiß, dass das der Neffe ist, sie gibt ihn nicht weg. Sie haben ihn dann auch untergebracht, vielleicht nicht ganz so kindgerecht, wie man sich das vorstellen möchte, aber sie üben die Pflege und offensichtlich auch die Erziehung, die Verwaltung von seinen Angelegenheiten aus. Also grundsätzlich kann man festhalten, das ist einmal so korrekt, wie das der Dumbledore gemacht hat. Das ist korrekt. So ist der Dumbledore eine Behörde, der das entscheidet? Der Dumbledore ist keine Behörde. Das ist aber noch gar nicht das Problem, das wir an der Sache haben. Wir müssen uns auch fragen, entspricht diese Obsorge, die da jetzt den Verwandten gegeben wurde, dem Kindeswohl von Harry Potter? Ja, Kindeswohl, das ist so ein Begriff, den hören wir die ganze Zeit. Ja. Das ist etwas ganz Großartiges. Mhm. Und die Krux am Kindeswohl ist, es gibt keine Definition. Ja, dann sind wir schon fertig. Dann müsste man annehmen, wir sind eigentlich fertig. Allerdings hat sich in der Rechtsprechung, das ist ja so, man kann es vielleicht ein bisschen mit dem Zaubereiministerium vergleichen. Also die Gerichte, die haben noch so in den letzten Jahren ein bisschen herausgearbeitet, was alles unter das Kindeswohl fällt. Und ich darf spoilern, einen Minderjährigen in einem Kleiderschrank unter dem Kasten zu halten und ja, ihn mit verbalen Angriffen zu konfrontieren, das ist kein Kindeswohl. Okay. Im ersten Stock einsperren mit Gitter davor, wer ginge das? Gut, ich muss sagen, ich habe selbst noch keine Kinder. Vielleicht wäre das bei dem ein oder anderen Pubertierenden in gewissem Ausmaß gerechtfertigt. Aber die österreichischen Gerichte sagen auch in dem Fall, dass das nicht unbedingt dem Kindeswohl entspricht. Okay. Also, und Keller ist auch kein Thema, oder? Das entspricht vielleicht gewissen österreichischen Traditionen mittlerweile, aber das ist auch nicht so, okay. Sollte man es auch nicht machen. Also das gilt dann wahrscheinlich auch für die Zaubererwelt, dass das nicht so ganz... Okay, also halt mal fest, dass, ja, das ist nicht gut für den Harry gelaufen und entspricht nicht dem Kindeswohl. Er ist halt trotzdem irgendwie dort viele Jahre verblieben. Genau. Was könnte es da Möglichkeit geben? Naja, das österreichische Recht, das APGB, das kennt so den ein oder anderen Zauberspruch, wie wir auch schon letztes Mal gehört haben, und so auch für die Frage der Obsorge. Sie hat nämlich, der Gesetzgeber hat nämlich dem sogenannten Kinder- und Jugendhilfeträger, also das ist eine Institution, die sich eben mit solchen Fragen der Unterstützung von jugendlichen Kindern auseinandersetzt, einen Zauberspruch an die Hand gegeben. Das findet sich in § 211 APGB. Die können nämlich, wenn Gefahr im Verzug ist, also wenn das Wohl des Kindes sehr bedroht ist, ohne dass sie dafür eine gerichtliche Entscheidung brauchen, das Kind sofort aus dieser Gefahrsituation herausbringen und dann eben in weiterer Folge kann die Obsorge
neu geregelt werden. Und wie kommt die drauf? Weil schlussendlich kommt der Hagrid ja mal vorbei, der übergibt ihm einen Brief. Dann ist vielleicht der Hagrid so ein bisschen der Kinder- und Jugendhilfeträger. Hätte er da die Pflicht gehabt, da genauer hinzusehen? Ja, also grundsätzlich, wenn das natürlich gesehen wird direkt, dann haben die auch die Pflicht, da instant sozusagen einzugreifen und da dann diese Befugnis, die ihnen das Gesetz einräumt, auch auszuüben. Okay, da gibt es auch so einen wunderbaren Zauberspruch, den hast du verwendet. Ich spreche den wahrscheinlich nicht korrekt aus, weil bis jetzt habe ich halt nichts korrekt ausgesprochen. Venite in cantatem. Genau. Schau. Geklaut aus den Harry Potter Büchern. Und ich habe das als wunderbares Pendant empfunden, weil das ist auch ein Schutzzauber, der quasi da verwendet wird, um gefährliche Situationen irgendwie bereinigen zu können. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut für diese Befugnis des Kinder- und Jugendhilfeträgers zu sagen, sie haben da die Möglichkeit, für Ordnung zu schaffen und auch das Kind zu retten. Mhm. Und können die dann eigene Personen wieder suchen? Oder, also ich denke jetzt konkret an den Sirius. Das ist ja, wie wir ein bisschen später feststellen, der Patenonkel. Der wird zwar gesucht als potenzieller Mehrfachmörder, aber wäre dann der geeignet? Nein, das wäre dann die Aufgabe des Pflegschaftsgerichtes, in dem Fall die Obsorge für den Harry zu bestimmen. Und du hast natürlich recht, in erster Linie wird dann natürlich geschaut, ob es ein Näheverhältnis zu bestimmten Personen gibt. Der Sirius wäre ja grundsätzlich, wir wissen, Spoiler, dass er ja nicht diese ganzen fürchterlichen Verbrechen begangen hat, die ihm da vorgeworfen werden. Also grundsätzlich wäre er geeignet, aber es wäre etwa auch vorstellbar, die Weasleys sind ja gute Freunde von den Potters gewesen, dass etwa die dann die Obsorge für den Harry übernehmen. Und ich glaube, dass es ihm auch im Fuchsbau wesentlich besser gefallen hätte als im Kleiderschrank oder im Keller. Bei den Weasleys hätte er vielleicht das Problem gehabt, dass er einfach von der Haarpracht nicht dazu passt und vielleicht so ein aussätziges schwarzer Schwan gewesen wäre. Aber ich glaube, die waren sehr offen, was das angeht. Okay. Also die hätten bestimmt die Pflege und die Erziehung wesentlich besser bewerkstelligt, als es die Onkel und Tante gemacht haben. Okay. Ja, dann haben wir, glaube ich, endlich diese Gretchenfrage beantworten können. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir halten fest, die Obsorge an sich hat gepasst. Der Dumbledore hat es gut gemeint. Es ist ja mit ihm ja dann mit Harry eh ganz gut gegangen. Und danke fürs Kommen, liebe Cornelia. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.